Thomas Rohrecker, der österreichische Paraderennprofi, augenblicklich im ersten Jahr beim Team Milram. Und gleich geht es eigentlich zu einem großen Etappenrennen, zu einem der wichtigsten Etappenrennen in Nordtirol. Wie sind so die Gefühle dabei? Ja, natürlich. Ich freue mich sehr drauf. Das ist meine erste dreiwöchige Rundfahrt, meine erste richtig große Rundfahrt. Und dann beim Giro d'Italia, der noch und natürlich auch nach Tirol geht, am Start zu sein, ist natürlich super Motivation und ich freue mich natürlich schon sehr darauf. Steht schon fest, wie das Team Milram in welcher Besetzung es starten wird beim Giro? Ja, es gibt schon so kleine interne Aufstellungen, weil man doch planen muss vom Team her, aber wer dann schlussendlich fahren wird, ist noch nicht festgelegt, weil es kann immer jemand krank werden oder sich verletzen. Aber meinem Start steht eigentlich sozusagen nichts mehr im Wege und ich freue mich schon sehr darauf, nachher in Venedig an den Start zu gehen. Wie hast du dich denn in den letzten Wochen auf den Giro vorbereitet? Ja, ich habe sehr viel trainiert, habe leider ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt, weil ich mit einem Darmbakterium zum Kämpfen gehabt habe, aber habe das jetzt eigentlich wieder ganz gut in den Griff bekommen und bin eigentlich jetzt ein guter Dinge, dass ich dementsprechend eine gute Leistung erbringen werde. Und die Etappen hier im Zillertal, hast du die schon abgefahren? Das ist ja praktisch von Gramsach, wo du wohnst, ja nur ein Katzensprung. Ja, es ist sozusagen mein Heimterritorium da eigentlich. Ich kenne eigentlich jeden Meter. Gerlospass kenne ich perfekt, in Meierhofen die ganzen Straßen. Also da kenne ich jede Kurve eigentlich in- und auswendig. Und von dem her ist es natürlich toll, wenn man da so ein wichtiges Rennen nachher fahren kann. Wenn wir uns die erste Etappe von Brixen nach Meierhofen anschauen, es geht zuerst über Osttirol und dann kommt schon der Felberdauernpass, sicher die erste Herausforderung. Ja, sicherlich. Es ist eine sehr lange Etappe mit 240 Kilometern. Zuerst geht es über den Felberdauern. Ist sicherlich auch schon schwierig, da wird sicherlich schon einiges passieren. Und dann halt mit dem Gerlospass, der zum Schluss hin dann auch sehr steil ist, ist auch sicherlich sehr selektiv. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass eher eine größere Gruppe dann in Meierhofen den Zielsprint entgegenfahren wird. Du glaubst also, über den Gerlospass kommt eine größere Gruppe hinüber und die werden dann in Meierhofen sprinten? Ja, es werden sicherlich Attacken sein und das Feld wird sich aufsplitten, aber es ist einfach von der Passhöhe bis zum Ziel, das ist, glaube ich, noch fast 40, 50 Kilometer und das ist schon eine relativ eine lange Distanz und dementsprechend glaube ich eben, dass eine größere Gruppe zum Zielsprint kommen wird. Ist da die Abfahrt vom Gerlospass von der Hochgrimmel Richtung Zell am Ziller, ist das ein Kriterium, das sind doch fast 30 Kilometer? Ja, sicherlich, aber durch das, dass die Abfahrt jetzt auch wieder Flachpassagen drinnen hat, ist es natürlich für zurückgefallene Fahrer leichter, wieder ranzukommen. Und speziell die Teams, die gute Sprinter haben, die warten natürlich dann auf ihren Sprinter und bringen den wieder nach vorne, dass der dann zum Schluss im Sprint mitfahren kann. Wie sind so deine ersten Erfahrungen mit dem Team Milram? Du hast doch schon ein paar Rennen jetzt im Team gemacht. Gute Gemeinschaft? Ja, super. Also ich fühle mich total wohl. Ich habe ja schon in Australien im Jänner begonnen mit meinem ersten Rennen und ja, wir sind einfach sehr professionell. Ist eine neue Welt für mich, also ich muss extrem viel herumreisen, aber ja, mir macht Spaß und wie gesagt, jetzt freue ich mich auf den Giro. Danke.